Rund 1500 Zuschauer hatten sich am Sonntag, 28. Juli 2024, auf dem Prickingshof eingefunden. Anlass war das Traktorpulling der deutschen Trecker-Trek-Organisation. Dafür hatten sich deutschlandweit Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Traktoren angemeldet. Insgesamt haben wir 81 Teilnehmer für heute. In allen Klassen, von der einfachen Bauernklasse bis über die Hobbysport, zu Sport und zur Supersportklasse. Im Grunde sind die ganzen Schlepper eingeteilt in unterschiedliche Klassen. Und sobald in einer Klasse mehr als 10 Teilnehmer sind, gibt es automatisch nur einen Durchlauf, um die Veranstaltung nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Jeder Fahrer weiß eigentlich, dass er oder wie er seinen Trecker abzustellen hat, dass er funktioniert. Und im Grunde für die Profis reicht ein Lauf. Und alle anderen unter 10 Starter haben dann für deren Glück 2 Läufe. Die Wettkämpfe laufen. Neben dem Wettkampf der normalen Traktoren lag das Interesse besonders bei den Wertungsfahrten der Hobbysport- und Supersportklasse. Bei der Bedienung dieser Traktorengruppe war Fingerspitzengefühl erforderlich. Denn die meisten Traktoren erreichten das Ziel in 100 Metern nicht. Also wir fangen an mit dem ganz normalen Serienschlepper, so wie er beim Bauer auf dem Hof fährt. Fängt beim alten Oldtimer-Trecker an und geht hin bis zum neuen Hightech-Trecker, der eventuell heute Nachmittag oder morgen wieder aufs Feld geht. Dann geht es weiter von der Hobbysport oder über die Hobbysportklasse. Das ist in der deutschen Trecker-Trek-Organisation die Einsteigerklasse. Da gibt es ein gewisses Reglement einzuhalten, ist aber halt die bezahlbare Klasse, deswegen wird sie auch Einsteigerklasse genannt. Da kann jeder, der ein bisschen technisches Verständnis hat und ein bisschen basteln kann, ist da schnell bei und kann auch im Idealfall auch schon einige Pokale einfahren und Erfahrung. Wir fangen am Start an, da haben wir den Bremswagen stehen. Der Bremswagen hat eine große Stahlkufe, die je nach Schweregrad der Traktoren auch noch Metallhaken unten drunter hat, die sich in den Boden reingreifen. Und am Anfang des Starts ist das Gewicht, was während der 100-Meter-Bahn, so lang ist die Bahn übrigens, nach vorne fährt, ist das komplette Gewicht fast auf der Hinterachse. Also die Räder lassen sich leicht ziehen und mit steigender Entfernung wandert das Gewicht immer weiter auf die Kufe und die Kufe hat natürlich einen erheblich größeren Widerstand als die Räder. Und so wird es für den Schlepper immer schwerer und schwerer und schwerer. Und wenn er am Anfang passend Schwung holt, hat er natürlich am Ende viel mehr Chance, weiterzukommen als die Konkurrenz. Mit dabei Ronny Mehle aus Leipzig. Er errang mit seinem Traktor einen Preis. Wir haben voriges Jahr die deutsche Meisterschaft nach Hause gefahren und sind eigentlich mit dem großen Ganzen, mit unserem Ergebnis heute zufrieden. Wir haben heute mal was anderes probiert. Wir sind heute auf der rechten Bahnkante gefahren und haben die Gewichte, sage ich mal, so gehangen, dass wir mal was anderes ausprobieren konnten, weil wir immer sehr viel links fahren. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das eigentlich gerne vorgestellt hätte. Ansonsten das Ergebnis von der Motorleistung her sind wir sehr, sehr zufrieden. Traktor funktioniert gut und wir werden definitiv dieses Jahr weiter in unserer Klasse versuchen, eine Meisterschaft weiter mitzufahren. In der Hobbysportklasse 3,5 Tonnen siegte Pascal Schmidt vom Team Uschi. Können Sie etwas dazu sagen? Haben Sie da überhaupt mit gerechnet? Nicht so ganz. Im Moment sind wir gut unterwegs dieses Jahr, aber dass es wirklich klappt heute, hätte ich nicht mit gerechnet. Wie oft nehmen Sie an solchen Rennen teil? Circa 10-mal im Jahr. Für die Zuschauer stand beim Traktorpulling besonders die Atmosphäre, schwarzer Rauch und Motorenlärm im Vordergrund. Was interessiert Sie besonders daran? Einfach die Leistung der Traktoren. Woher kommen Sie? Aus Halter-Flasheim. Aus Flasheim, ja. John Deere. Die starken Motoren. Und woher kommen Sie? Frieden. Ja, Frieden nahe Winterswick. Nach dem erfolgreichen Verlauf des diesjährigen Traktorpullings will das Organisationsteam von Benedikt Schulte-Althoff auch im nächsten Jahr wieder ein Traktorpulling organisieren.